Guten Morgen aus Berlin. Es regnet. Ich würde sagen, lass die Spiele beginnen. Getränke und alles habe ich bei. Ich glaube, nach dem Start hole ich mir erstmal noch wieder einmal mein Schirm. Heute ist auf jeden Fall der Megamarsch Berlin. Gerade schon Zuschauer getroffen. Wenn du das siehst, schöne Grüße. Das Essen war echt genial. Richtig viel und umfangreich. Bin natürlich wieder ein bisschen spät dran. Egal. Gerade mal geguckt, Startzeit 7.30 Uhr, war wohl doch nichts bis 7 Uhr. Ganz viele Leute am Start, viele Ersttäter. Der erste Stau gibt es auch schon, aber nicht vor der Kasse, sondern vor dem Klo. Für Regenkleidung ist es aktuell noch zu früh und ich habe nichts dabei. Wir holen jetzt erstmal unseren Stempel ab. Ach, guck mal, Toi Toys sind auch da. Geh ich doch gleich mal drauf. Der Fanshop hat auch ein neues Banner. Hallo. So, so gar nicht, fand ich jetzt ein bisschen doof. Die Diana habe ich getroffen. Hallo. Aber sie muss sich ein bisschen schonen heute. Ihr geht's nicht ganz so gut. Kein Megamarsch Berlin. Vielleicht nächstes Jahr. Mhm. Da kommt der Matador. Ja, natürlich. So. Ich glaube, ich stelle mich auf die andere Seite des Schuhs. Weil es regnet ganz schön mittlerweile. Das ist scheiße. Let's go! Megamarsch 2023. Berlin. Ich war gerade eben noch mal im Hotel, hab meine Jacke weggebracht und mein Regenschirm geholt. Ich glaube, das ist ein besserer Tausch. Und jetzt geht's wieder weiter auf die Strecke. Das 49 Kilometer Schild kam noch nicht. Bin heute eher der bunte Vogel. Jetzt geht's erstmal durch Wohnsiedlung. Heute bin ich nur mit Bauchtasche unterwegs. Mit habe ich jetzt 1,75 Liter, zwei kleine Wasserflaschen. Bei dem einen habe ich schon Magnesium reingetan. Das andere ist eine Wolwig, wie heißt das Zeug? Gurke, Minze, aber es schmeckt geil. Man kriegt davon zwar mehr Durst, aber es schmeckt gut. Da sind ein paar Viecher dazugekommen.
Rechts von uns ist jetzt die Spree. Zumindest sagte man mir das gerade. Vereinzelt vier Mammutbäume habe ich auch schon gesehen. Ansonsten ist hier alles vermischt so. Linden, Buche, Weide. Ahorn, ein paar Bärensträuche. So, hier haben wir wieder die Footballer. Stade Napoleon. Wir haben jetzt die ersten 5 Kilometer hinter uns. Eigentlich müsste gleich das Schild kommen, das wurde auch wieder geklaut. Oh, das sieht aber gut aus. Ja, schön bunt. Die Mauer haben sie schön gepinselt. Yeah. Die letzten 2 Jahre ja leider immer nur zur Hälfte aufgenommen, das Gebäude, weil man halt zu sehr mit Quatschen und alles beschäftigt war. Ein kleiner Deich. Hier wären ganz viele Versorgungspunkte, KFC, McDonald's und eine Tankstelle. Aber ich habe noch was zu trinken. Gut, der erste Liter ist schon weg, beziehungsweise der erste halbe Liter. Aber ja. Kilometer 11 sind wir jetzt gleich. 2 Stunden 6 Minuten unterwegs. Mit Sachen aus dem Hotel holen. Rundenzeit war jetzt bei 10,50. Die 10 Kilometer. Die letzten Jahre sind wir auf dem Weg links am See vorbeigegangen. Diesmal halt mal leider ein bisschen Abstand. Schade. Aber gut. Kannst nichts machen. Oh, da haben wir das erste Gebäude mit der Kunst. Aber es ist schon echt beeindruckend. Roboter. Da ist die VP. Wir haben jetzt endlich VP1 erreicht. Den Bogen. Viel Zeltwasser, das wir. Und wieder viel zu viel Musik. Zu laute Musik. Aber gut. Ich scanne jetzt mal mein Handy ein.
Yay, die Dixies. Wie gesagt, bei der ersten VP ein Milchbrötchen, eine Gurke, das Wasser aufgefüllt. Orangensaft hatten sie da, beziehungsweise ein Multivitamin. Und knapp einen halben Kilometer weiter waren erst die Toiletten. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man da was isst, was trinkt, muss dann aber immer noch einen Kilometer aufs Klo warten. Ist nicht ganz so toll. Ich glaube, wir sind jetzt hier am Tegeler See. Gucken, dass wir sie endlich mal filmen. Ah, sind aber heute sehr viel unterwegs. Die ganzen Jahre nicht einmal gefilmt, die scheiß Kanonen. Englische Kanonen aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Wer lesen will, muss mal eben das Video anhalten. Ja, die Bänke sahen, glaube ich, auch schon mal besser aus. Das ist ein cooler Kahn. Mit dem Fuß hier zu starten? Ja. Wahnsinn. Vor mir ist wieder Moby Dick. Oder wie es heißt. Ja, Berlin-Tegel. Sternkreisrundfahrt. Ich muss gleich mal das alte Akku laden von der Kamera. Ich glaube, ich filme heute irgendwie ein bisschen mehr. So ein bisschen auf die Wurzeln aufpassen. Sternkreisrundfahrt, Oberhavelseentour. Happy Birthday. 50 Jahre. Cool. Aber normalerweise ist da Meerwasser drin, oder? Ja, ist gerade reingelassen worden. Ach so. Weil ich wollte gerade sagen, letztes Jahr war ein bisschen mehr. Kannst hier drin laufen. Wir sind jetzt bei Kilometer 19. Ich bin bei Kilometer 23,5. Gleich 24. Schon 4 Stunden 45 unterwegs. Warteschlange fürs Klo. VP2. Ganz so viele Leute. Das ist auch die Sportstation. Hi. Na du, Gurke? Hi. Das war Hallo. Ich habe kalte Cola, ich habe auch noch Schinkenknacker. Ja, oh, kalte Cola. Kalte Cola. Eine Kalorie. 5 Stunden 50 Minuten unterwegs. 27 Kilometer. Durch eine lange Pause gerade an VP2 mit Marion. Die mir eine Cola gegeben hat, ein Würstchen, zum Knacker. Genial. Sie war mein Retter in der Luft.
wenn ich das gerade richtig gelesen habe, überqueren wir jetzt den Osthavelkanal. Und der nächste VP ist auch nur noch so 2 Kilometer weit weg. Ich bin ganz schön am Schwitzen. Neben uns ist immer noch der Staub. Wir haben es jetzt übrigens gleich 31 Kilometer, 6 Stunden 30. Deutsche Freundschaft. Ja. Deutsche sowjetische Freundschaft. Naja. Okay. Aktuell nicht so sehr. Wir sehen uns bei der VP wieder, bis ich den mal gefunden habe. VPS3. Wir haben es geschafft. Fand ich die beim VP, ich meine am See, aber schöner. Aber gut. Hier ist auf jeden Fall Ausbreitungsmöglichkeiten ohne Ende. Cola. Ich verlasse jetzt die VP wieder und dann geht es rechts weiter. Toilette war ich ja gerade. Die nächste VP kommt dann bei Kilometer 44, 45 meine ich. Geht gerade im Moment wieder das große Schleichen los. Ich habe gerade noch einen Apfel mitgenommen. Dann habe ich gerade eben hier beim VP noch ein Küchlein gegessen. Guck mal, was wir hier haben. 35 Kilometer. Ich meine, meine Uhr ist das schon wieder mehr. 43. Wir sind wieder im städtischen Gebiet. Also ich muss sagen, heute waren sehr wenig Fotografen. Wir sind kurz vor VP 2. 4. 4. Das war VP 4. Gegenüber steht ein Heli. Ja, was war? Wenn man es sieht, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Der ist auf jeden Fall gerade gelandet, als ich ins Klo gegangen bin. Na, läuft's weiter? Dankeschön. Das war der Megamarsch. 2023 in Berlin. Ciao, ciao.